Und Anna auch schon hier, hä? Spinnst du? Was soll denn das? Ich warne dich. Noch ein Wort und ich hau dir gleich noch mal eine rein. Und dann werde ich dich anzeigen. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Du hast gar keine Beweise. Du hast meinen Sattelgurt angeschnitten vor dem Sturz. Und du hast mich vor dem Rennen so gequetscht, dass mir der Fuß fast abgefallen ist. Ja. Und Bambi, das war sowieso dein letztes Derby. Ich habe gewonnen, also geh mal lieber nach Hause Stall ausmisten. Jetzt pass mal auf, komm mir nicht mehr in die Quere, sonst wirst du das bereuen, ja? Dana, das war fantastisch. Ja, es war nicht schlecht, so ein zweiter Platz für euer Dilettantenstadel. Meine Damen und Herren, das Warten hat endlich ein Ende. Die Siegerin des Saarstein-Derbys 2011 steht fest. Oh, jetzt sag schon, verdammt. Vielleicht lag sie an der Nasenspitze vorn. Papa, die hat gewonnen, 100 Pro. Dieses Mindestflug wirklich seine Steine. Ich will was sagen, es ist einzigartig. Selbst auf dem Foto muss man sehr genau hinschauen, um zu erkennen, wer hier die Nase vorne hat. Diese Labertasche. Jetzt hau doch endlich raus! Mann, Fritsche, warum musstest du ausgerechnet jetzt den Nagel aus der Leitung ziehen? Ihr wolltet unbedingt, dass ich nachsehen gehe. Könnt ihr jetzt einfach mal ruhig sein? Ich möchte vielleicht wissen, ob Dana gewonnen hat oder nicht. Aber jetzt besteht kein Zweifel mehr. Die Siegerin des Lahnstein-Derby 2011 heißt... Dionysos, geritten von Dana Wolf. Sie hat's geschafft! So, kannst du jetzt bitte wieder den Saft anstellen? Gleich kommt meine Lieblingsserie. Vorher würde ich aber gerne mal klären, wer uns den Saft überhaupt abgedreht hat. Was denn? Irgendwo muss ich doch meinen Schminkspiegel aufhängen. Du haust den Nagel direkt über einer Steckdose in die Wand? Ja, wohin denn sonst? Ich brauche halt Strom, wenn ich meine Haare föhnen will. Viel Spaß beim Stall ausmisten, Baby. Ja! Ja! Oh mein Gott! Der Ist das jetzt Retro mit den Kerzen? Oh nein, Stromausfall. Willst du vielleicht auch noch verraten, wie das passiert ist? Wenn du dich jetzt hier als Held aufspielen willst, bitte. Aber ich finde das ja eher peinlich. Lauter geht's nicht. Egal. Zur Not sehen wir eben selbst. Oh! So. Wie geht's? Glückwunsch. Ah, danke. Wo bleibt Werner? Ich will das nicht, Olli. Außerdem, Bokal ist doch total blöd. Quatsch, der ist super. Ich hätte auch ein Kelch mit Diamanten bestückt ihr schenken können. Sie wird mir trotzdem um die Ohren hauen. Mit Recht. Meinst du nicht jetzt, wo der ganze Stress vorbei ist, dass ihr Ärger langsam verfliegt? Ich habe ihr wochenlang verschwiegen, dass Theresa für den Sturz verantwortlich ist. Und ich bin noch nicht mal zur Polizei gegangen. Ja, aber du hast für einen Rennstall gemacht. Und damit auch für Dana. Soll ich ihr den übergeben? Leute, könnt ihr mal kurz herhören? Ja, wir haben heute ja nicht nur die zwei Topmodels der Inzest-Kampagne unter uns. Hört, hört. Und einen Bauarbeiter mit Faible für Stromausfälle. Nein, sondern auch eine total berühmte Jokette. Den hat Christian gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Ihr hättet diese Kuh mal sehen sollen. Ihr ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ja. Kommst du mal kurz? Aber jetzt. So geht das nicht. Das ist auch Christians Sieg. So kannst du mal kurz damit aufhören, beleidigt zu sein. Was, ich und beleidigt? Dann hast du sie noch alle. Dana, du hast dich total gehen lassen. Erst wegen Hagen, dann wegen dem Unfall. Du hattest einen totalen Durchhänger. Woher bitte sollte Christian wissen, ob du deinen Arsch noch mal hochkriegst? Als Trainer hat er die Verantwortung. Ja, für mich. Und deswegen hätte er auch ehrlich sein sollen. Dana,
Christian hat was viel Wichtigeres gemacht. Er hat an dich geglaubt, als du dich schon längst aufgegeben hast. Denk mal drüber nach. Machst du mir eine Apfelschorle? Ja, aber ich fürchte, die ist nicht ganz kalt. Das ist kein Problem. Hauptsache flüssig. Okay. Stimmt, besonders anspruchsvoll warst du ja noch nie. Jessica, ich hab dich vermisst auf der Rennbahn. Beim Derby. Du, da waren Menschen, die sieht man nur im Fernsehen. Stimmt, du hattest ja gar keine Karte. Ich bring mich mal aus der Schusslinie. Was ist los, Olli? Kein Geld für die Stromrechnung? Wieso dachte ich mir, dass ich Sie beiden ausgerechnet in dieser Spelunke treffe? Das ist nur wegen der Bauarbeiten, wegen der Stromleitung. Verschonen Sie mich mit den Details. Was ist das? Unterlagen. Ich muss für die Inzestkampagne vor Ort sein und fliege nachher nach New York. Was soll ich jetzt damit? Mich begleiten. Ich soll nach New York. Ja. Und tun Sie mir den Gefallen, packen ein paar angemessene Sachen ein, ja? Sie sind das Gesicht der Kampagne. Ja. Ich soll auch. Das geht nicht, das ganze Haus wird gerade renoviert. Entspannen Sie sich. Mir reicht Frau Stief. Die ist für meine Assistentin. Was, für mich? Mhm. Ich flieg auch nach New York? Ja. Wie lange denn? Mit so ein paar Wochen müssen Sie schon rechnen. Hey, willst du mir die jetzt in meinen Kopf gießen? Soll ich? Verdient hätte ich's ja wohl. Wenn's darum geht, wer hier was verdient hat, dann stehe ich ja wohl ganz oben auf der Liste, oder? Wenn du jetzt allerdings nichts mehr mit mir trinken willst, dann kann ich das auch verstehen. So fies, wie ich zu dir war. Du hattest ja auch allen Grund der Welt, fies zu sein. Nein, hatte ich nicht. Ohne dich hätte ich nämlich niemals gewonnen. Du bist gut. Du hast Talent. Du musstest nur wieder an dich glauben. Das hab ich. Weil du mir gezeigt hast, wie. Und du hast mir noch was gesagt. Lass die Jonisos auf der Zielgerade einfach laufen. Vergiss die Peitsche, gib ihn frei. Ohne das hätte ich Theresa niemals eingeholt. Ich hätte dir aber trotzdem sagen müssen, was Theresa gemacht hat. Du bist ein super Trainer. Und deswegen wolltest du nicht nur das Beste für mich, sondern auch für den Rennstall. Vielleicht hätte ich es nicht gepackt heute, aber Theresa. Und das hat den Rennstall gerettet und auch unsere Jobs. Dana. Nein, du hattest das im Blick. Und vielleicht hätte ich an deiner Stelle ganz genauso reagiert. Ich wusste nur nicht, dass es so schnell geht. Meine kleine Schwester in Amerika, komm her. Und das nicht als Touri, sondern ich arbeite da. Da lerne ich 1000 Leute kennen. Und das Beste ist, Rebecca kann mir total viel zeigen. Das wird großartig. Und du weißt noch nicht mal, wie lange du weg bist? Ja, das wird schon ein paar Wochen dauern. Wenn nicht sogar Monate. Sag mal, Jessica packt gerade oben in der WG ihre Koffer. Will die in Urlaub oder was? Sie fliegt nach New York. Warum? Big Business. Hey, mach dir wegen Papa keine Sorgen. Ich kümmere mich um ihn.